Moin Jungs, habt ihr euch gefragt, warum Vanguard seit 3 Wochen draußen ist und einfach nichts passiert? Also kein Update, kein Patch, keine Bugfixes, kein gar nichts? Ich habe ein paar Antworten für euch. Ich hole aber, damit ihr versteht, was eigentlich alles gemacht werden muss, einmal kurz die ganz kurze Liste mit Sachen, die ich auf dem Zettel geschrieben habe oder auf ein paar mehr Zettel, wo steht, was die Probleme sind. Also, ich habe mir in den letzten 3 Wochen einfach mal alle Bugs und Glitches, die mir aufgefallen sind, in Streams aufgefallen sind, Zuschauern aufgefallen sind, die mir geschickt worden sind, aufgeschrieben. Und ihr seht, ich habe hier auch fleißig geschrieben und das hier ist nur der Platzhalter. Das hier ist natürlich nur eine Illusion. Ich habe jetzt nicht 100 Seiten, doch, ich habe glaube ich 30 Seiten tatsächlich so bekrickelt. Fangen wir doch einfach mal an. Also, was Sledgehammer aktuell vielleicht einmal tun könnte, und wenn ich euch ein paar Bugs und Glitches erzählt habe, dann werden wir auch darauf kommen, warum sie es bisher nicht getan haben und warum sie es anscheinend vergessen oder auch nicht. Jedes Mal, wenn man eine Lobby sucht, passiert es aktuell, dass man nach spätestens einer Runde den Bug hat, dass man selber das Gefühl hat, man sucht mit der Party eine Lobby, während die Partymitglieder längst aus der Lobby rausgeflogen sind. Man muss also unter Umständen, gerade wenn die Server überlastet sind, nach jeder einzelnen Runde das Game neu starten. Was zum zweiten Problem führt. Jedes Mal, wenn man das Game neu startet, gehen Settings verloren. Bei mir sind es immer die Grafikeinstellungen. Bei anderen von euch habe ich schon gesehen, dass bei denen nicht die Grafikeinstellungen weggehen, sondern alle Einstellungen. Empfindlichkeit, Audio, Grafik, was weiß ich was. Ziemlich nervig, ich weiß. Wenn man eine Playlist sucht und zum Beispiel Shipment und House, passiert es manchmal, dass man plötzlich auf eine andere Map kommt, die in dieser Playlist überhaupt nicht mit drin ist. In den Killcams passiert es teilweise, dass die Charaktere einfach nicht mehr zu sehen sind. Das heißt, ihr seht eine Waffe, die schießt und sonst nichts anderes. Dann gibt es diesen Death Error 5567 und 5667 und wie sie alle heißen. Die sorgen teilweise dafür, dass eure Grafikkarten auf dem PC überhitzen, weil irgendein System in diesem Game dafür sorgt, dass eure Grafikkarteneinstellungen einfach überschrieben werden. Hier sind wir jetzt schon im Bereich, wo es wirklich kriminell wird, weil Grafikkarten sind aktuell kriminell teuer und werden es wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Der Waffentarnung-Bug, ihr kennt das. Entweder habt ihr eine Waffe und macht 5 Tarnungen dafür und kriegt plötzlich die Gold-Variante davon, ohne dass ihr sie fertig habt. Oder ihr wollt eine Aufgabe machen und kriegt für diese Aufgabe irgendwelche Aufsätze, die ihr ausrüsten müsst. Und ihr könnt diese Aufsätze aber nicht ausrüsten, weil es die gar nicht gibt. Das unter anderem gibt es bei der STG, bei der MP40, bei der BAR, bei der Automaton, bei der doppelläufigen Flinte, bei der Kampfflinte. Bei dem Schild müsst ihr nicht den Gegner flashen, wie es da steht, sondern euch selber flashen. Beim Messer müsst ihr nicht den Gegner flashen, sondern euch selber flashen. Und bei verschiedensten Raketenwerfern, Scharfschützengewehren, im Prinzip bei jeder Waffengattung gibt es mindestens 2 Waffen, die man eigentlich nicht fertig machen kann, weil man Aufsätze braucht, die im Game überhaupt nicht vorhanden sind. Während jeder Runde bekommt ihr mittlerweile ja ungefähr 100.000 Mal die Hunde mit diesem Bug von dem toten Briefkasten. Ihr habt bestimmt schon 1-2 Videos darüber gesehen. Auch dieses Problem ist Gamebreaking, weil wenn irgendeiner einmal ganz kurz aufs Street geht, was mit dem toten Briefkasten und den Kampfflinten, die so überpowered sind, dass wir das Thema Waffenbalancing im Prinzip einfach komplett rauslassen können. Die sind aber so stark, dass man mit dem toten Briefkasten seine Streaks automatisch fast bekommt. Und wenn man dann die Hunde bekommt, dann stirbt und das aktiviert hat, kriegt man die Hunde nach einem Kill einfach noch einmal. Das sorgt unter anderem dafür, dass man manche Runden hat mit 200 Kills und mehr. Dann haben wir keine Rangliste. Gar keine. Ich weiß nicht, wo die Rangliste ist. Ich weiß nicht, ob sie kommt. Wir haben auch keinen Ranked-Modus. SBMM scheint auch nicht richtig zu funktionieren. In der Party spielen hebelt das aktuell aus. Wäre alles nicht so schlimm, wenn ich für die Erfolge, die ich in den Runden hätte, auch richtig XP bekomme. Aktuell seit über einer Woche läuft Double XP. Das Problem ist, dass ihr aktuell nicht auf Shipment und das Haus Double XP bekommt, sondern 1,4 bis 1,6-fach XP. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Es ist aber anscheinend möglich. Lasst uns doch einfach mal auf die nächste Seite gehen. Da stehen auch noch ein paar schöne Sachen bei. So. Es gibt aktuell, wenn ihr unter Quartiere guckt, nur 10 verschiedene Medaillensorten. Das heißt, eure Abschussketten und gewisse Sachen, die ihr als Medaillen bekommt, werden euch aktuell
in der Runde angezeigt, aber weder im Report nach dem Game noch unter Quartiere in den Medaillen mit drin. Dann haben wir die Operator aktuell. Bei den Operatoren haben wir das Problem, dass ihr normalerweise alle Operator freischalten müsst und für alle Operator Max Level 20 erreichen müsst, damit ihr die letzten Tarnung der Operator freischalten könnt. Ich habe, nachdem ich 5 Operator freigeschaltet und gelevelt habe, mittlerweile für jeden Operator alle letzten Tarnungen, ohne irgendwas dagegen tun zu können. Bei den Diamant-Tarnungen, bei den Shotguns steht aktuell, ihr braucht 2 von 2 Shotguns, um Diamant zu haben. Macht ihr aber einfach nur eine Shotgun mit 5 Aufgaben und eine zweite Shotgun mit 5 Aufgaben, kriegt ihr auch die Diamant-Tarnung. Dann gibt es immer noch den absolut nervigen Mörserschlag, der nicht 3 Sekunden hält und nicht 5 Sekunden und auch nicht 30 Sekunden, sondern 45 Sekunden. Das heißt, wenn ihr Suchen und Zerstören spielt und die Bombe plantet und während oder nachdem ihr es gemacht habt, den Mörserschlag auf die Bombe platziert, kann, egal was das Gegnerteam macht, das Gegnerteam die Bombe nicht mehr entschärfen. Das soll natürlich nicht so sein, der Mörserschlag soll auch nicht die ganze Karte zum Wackeln bringen, passiert aber aktuell. Und dazu kommen ungefähr noch 100 andere Sachen und sonstige Probleme und Glitches, die das Game aktuell sehr schwierig machen zum Spielen. Ich kann euch sagen, ich grinde es jeden Tag 5 bis 6 Stunden und habe den Fun meines Lebens, weil ich im Prinzip alles abuse, was an zu starken Waffen da ist, weil es mir mittlerweile egal ist. Es kann natürlich nicht sein, dass ein Game, ein AAA-Game, released wird und die Entwickler im Prinzip komplett weg sind. Sledgehammer Games hat, und jetzt kommt die Erklärung dafür, von Activision eine Woche frei bekommen, so wie alle Activision-Mitarbeiter auch frei bekommen haben über die Thanksgiving-Woche, was in den USA ein großes Thema ist, mit dem Hintergrund, das vermute ich, dass dieser ganze Stress um Bobby Kotick und Entlassung und die frauenrechtlichen Themen und alles erstmal kurz eine Woche ruhen soll, damit die Entwickler und alle von Activision Blizzard dann wieder mit voller Energie starten können. Als würde so eine Problematik mit Gerichten und sonstigem nach einer Woche einfach verschwinden. Sledgehammer Games hat dann vor zwei Tagen einen kurzen Tweet veröffentlicht, in dem sie auf humoristische Art und Weise gesagt haben, ja Leute, wir wissen es, ihr werdet auf das Haus von den Shotguns durch die Gegend geballert und die Dognados sind auch wieder da und ihr könnt eure Waffentarnung nicht machen. Wir werden nach unserem Urlaub dran arbeiten und dann kommen die ersten Patches. Dazu kommt aber, dass sowohl die Vanguard Season 1 mit dem neuen Battle Pass, mit London Dogs als Map und der neuen Streak, welche auch immer es ist, wahrscheinlich Rumpfkanzelschütze, genauso wie die neue Warzone-Karte vom 2. Dezember oder 1. Dezember für Frühbucher sozusagen, auf den 8. Dezember jetzt gescoot wurde. Ohne große Ankündigung, sie haben einfach nur geschrieben, ja, so, das Release-Datum ist nicht 2., sondern 8. Und dann kriegt ihr das. Bei den ganzen Sachen war eine Roadmap dabei und diese Roadmap zeigt alle Sachen, die wir im Game schon haben. Sie zeigen also einfach gar nichts Neues. Jetzt ist die Frage, hatten sie noch nichts Neues oder ist das einfach nur ein Fehler in der PR-Abteilung? Und ich hatte vor ein paar Monaten schon gesagt, bevor die Alpha und Beta rauskamen, da war ich auch der Auffassung, das Game an sich wird richtig schlecht. Und das Game an sich ist wirklich richtig gut und macht Spaß, gerade in der Party. Da habe ich wirklich felsenfest der Überzeugung gehabt, dass man ab Release sieht, dass dieses Game nur 7, 8, 9 Monate Release-Zeit hatte. Und bei all den Bugs und Fehlern und Tarnung, die man nicht machen kann, weil man Ausrüstungsgegenstände nutzen soll, die es gar nicht gibt in dem Game, merkt man das leider auch. Auch der andauernde Paketverlust, das liegt daran, die gesamte Files, also die gesamten Dateien von dem Game sind viel kleiner als das, was wir letzten Jahre hatten. Vieles wird per Texturstreaming am Anfang und Ende einer jeden Runde runtergeladen und hochgeladen. Das Problem ist, unsere Leitungen schaffen das alle. Die Leitungen von den Servern, von Sledgehammer bzw. Activision Servern, schaffen das nicht. Deswegen haben wir andauernd am Anfang und am Ende und manchmal auch zwischendurch extreme Paketverluste. Auf der PlayStation, auf der Xbox, auf der Konsole. Es gibt für die verschiedensten Waffen Lösungen, die wir mittlerweile rausgefunden haben, wie ihr, selbst wenn Aufsätze fehlen, das machen könnt. Zum Beispiel bei der Automaton Roboter heißt sie, da müsst ihr eigentlich dieses, ich weiß nicht, Waffenperk heißt das irgendwie, Assassin oder wie auch immer das heißt, was es nicht gibt. Nehmt einfach das Waffenperk Warn, das ist das unterste, und dann könnt ihr die Aufgabe fertig machen und habt die Waffe auf Gold. Ich hoffe, die ganzen Bugs haben euch gefallen. Okay, die Bugs vielleicht nicht, aber der Bericht darüber. Lasst uns abwarten. Jetzt, das heißt, ihr seht das hier wahrscheinlich Mittwoch oder Dienstag, ich weiß es noch nicht, ist die Woche ja schon vorangetreten und vielleicht
sind die aus dem Urlaub gekommen und waren fleißig und haben die ganzen Bugs und Fehler schon behoben und das Game läuft jetzt einfach flüssiger. Glauben wir es einfach mal. Jungs, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt mal in die Kommentare, welchen Bug ich vergessen habe. Würde mich interessieren, ob da noch mehr sind. Ich bin raus.